Das ist ewig passiert, Nein. oder? Eigentlich nicht. Normal. Also wenn, Weil wenn so die, schlimm waren die Texte nicht. Ich habe es ja im Prinzip eigentlich noch schon abgeschwächt geschrieben. Ich hätte noch viel schlimmer schreiben können. Ich ja, habe ja mein Durchschnittsdeutsch. Ich habe ja nicht das diesen darfst einen du Artikel, Henning der gern nur nachher ein über einen Privatchat Alter. schreiben, was du da viel Schlimmeres geschrieben hättest, aber bitte Ja, nicht im mach. Video. Okay. Dann verprügelt Tim Welchen uns und Lohn? zahlt uns keinen Lohn mehr. Ich wollte Ich habe gerade sagen, wir gesagt, haben er immer noch kriegt keine den Lohn am Justiz direkt, Tagesende. wirklich. Benjamin, lass uns jetzt sofort streiken. Wir fordern mehr Lohn als 1000 Euro. Hör auf, mit der Okay, ihr Kontenlage zu kriegt spielen, 10.000 René. Euro am Tagesende. Okay. Und das Okay, Ganze steigert unter sich der jeden Tag um Bedingung, dass 10%. ihr jetzt damit zufrieden seid und nicht streikt, okay? Wir haben ein ewiges Streikrecht. Unter der Bedingung, dass ihr jetzt auch arbeitet, ohne zu meutern. Nix Streikrecht hier. Ich arbeite die ganze Zeit, aber wenn ich mehr lohne. Du und Ich muss auch Familie. meine Familie ernähren. Ja, dich an. Und vor allen Dingen in diesem Spiel, ne? Benjamin, schmeiß dich vor den Traktor. Das war nicht ernst gemeint. Also wir haben hier gerade den Ach, ich habe ersten es im Selbstmörder-Zug. Schiri-Region-Simulator mal versucht. Ich bin von dieser Eisenbahnbrücke gesprungen. Ich lebe immer noch. Oh, bist du gestorben? Danke. Oh. Schade. Ja, danke. Ja, du bist halt total beliebt hier bei uns. Unser netter Chef, der nicht nett ist. Benjamin, du kannst auch mit uns reden. Ich meine, wenn du uns schon verstehst. So. Reden ist doof. Er ist so. Tim ist doof, ja. Nein, ich bin doof. Ja, das ist also Aber selber schuld, ich zahle euch doch. derjenige, der neben mir sitzt. Ich habe gesagt, ich habe, okay, ihr kriegt einen Vorschuss von Ja, aber 1000 bis jetzt Euro. noch nicht. Also ich kenne das so, wenn ich eine neue Arbeitsstelle oder so habe, den ersten Monat keinen Lohn kriege, dann bin ich mal ganz großes, weiß ich ja. Deswegen habe ich es ja geschrieben, weil ich wusste nicht, was ich dann sagen soll. Zu Ja, meinem stopp, Chef. stopp, stopp. Ich hab dir Lohn gezahlt. Ja, Das ist doch jetzt schön. schon. Jetzt bin ich auch lieb zu dir. Hey, was soll das? Was heißt, ich hätte zu lange gebraucht. Nein, Ich fahr doch. gerade mal 5 Sekunden. Egal. Den Quatsch muss man nicht verstehen. Also ich dachte, er hat den Text gelesen, die ganze Zeit weggelassen. Ich habe schon gedacht, du Nein. hast wegen dem Text gemeckert, den ich geschrieben habe. Kram, ich habe das letzte rausgeblendet wurde. So. Dumm, die dumm. Und was macht ihr so Schönes im Moment? Henning steht faul rum. Jetzt hör auf mit meiner Katzenrasse hier Ja. rumzuspielen. Ja, das ist mein minder bemittelter Freund, der neben mir sitzt. Ja. Ich spiele die ganze Zeit mit meiner Katzenrasse. Ja, Tim wird sich jetzt fragen, warum ich eine Katze habe. Nein, aber hast du ein Headset? Oder fragt ich gar nicht. Das hört man. Nein, leider nicht. Ja, ich auch, aber Ich habe trotzdem nur ein einen Headset. Laptop. Chaka? Muss man nicht verstehen. Ach so. Ein Pacer. Hey, du darfst das Wort nicht aussprechen. Oh, jetzt so. Ui. Gut.
Ein Piep. Wusstet ihr, dass die Traktoren hier alle Geländefahrzeuge sind? Und Amphibienfahrzeuge und alles zusammen? Mit denen kann man alle durchs Wasser fahren. Die ganzen Traktoren können alle durchs Wasser fahren. Durch diesen kleinen Bach da im... Seit wann denn da? Süden. Eben. So, ja, der ist nicht tief genug dafür. Aber durch den großen Bach, durch den großen Bach können wir nicht. Wieso haben wir eigentlich zwei Weidemann? Wer hat den zweiten Weidemann gekauft? Wir haben dafür nicht genug Geld. Ja. Oder ich weiß nicht, ob wir noch einen zweiten haben. Einer steht da ja, Hof. Wir haben nur einen. In dem sitze ich gerade, genau. Nein, ich sitze gerade im Büro. Ach so, ich dachte, du sitzt gerade in einem. Oh, shit. Nein. Ich habe jetzt kein Sonderangebot verpasst. Nein, aber ich muss jetzt gleich Geld bieten. Naja, ich habe noch Zeit. Zuerst bringe ich noch ein bisschen Zeugs weg. Vorausgesetzt, ihr habt mir das den Anhänger stehen gelassen. Brav. Henning? Ah, das ist doch schön, wenn Streiken zu Ende ist. Henning? Bist du noch da? Ah, merkt man. Henning kann gerade nicht reden. Ah. Mhm. Okay. Nein, wenn es sein Skype weg ist, dann hört er uns auch nicht mehr. Ich habe jetzt gerade kein... Oh nein. Oh Gott, bin ich blöd. Ich gebe den Weizen in die Gaststätte, wo eigentlich die Gerste reingehört. Das ist gerade echt passiert. Das ist gerade echt passiert. Oh nein. Ich stehe gerade mit Weidemann auf dem Feld, auf einmal kommt Henning raus und so 20 Meter dahinter kommt auf einmal das Trainer. Ich sehe nicht ganz raus. Ja, ich weiß nicht, ob ich froh drum sein soll. Aber ich habe gerade was ganz anderes Blödes bemerkt. Ach so, Henning hört uns nicht. Ja, und Tim, du siehst uns nicht, deswegen macht er gerade Scheiße. Kinder, könnt ihr den Quatsch mal lassen? Henning, ich sehe dich sehr wohl. Er fährt mich ja blöd an. Ja. Und zwar kann ich hier mal das Zeugs zur Gaststätte fahren. Nein, keine Mission jetzt. Das wird mir jetzt zu viel. Auch wenn die Mission schön gewesen wäre. Können wir mal was Sinnvolles machen? Das machen wir. Das hört sich aber anders an. Benny. So ein Lügner. Jetzt bin ich's wieder. Jetzt bin ich's wieder. Du bist jünger als er. Immer auf die Kleinen. Nee, eigentlich nicht, aber... Vielleicht kleiner, ich weiß ja nicht, wie groß er ist. Das kann ich dann nicht schreiben, die Antwort.
Nein, das kann ich nicht schreiben. Die Antwort kann ich nicht schreiben, die ich nicht schreiben wollte. Nein. Was wolltest du denn schreiben? Ich dachte, ich krieg mich, der Trick. Doch, ja, ich bin schon im Administrationsmenü. Ja, sag's halt. Darf ich wirklich sagen, was ich schreiben wollte jetzt so zu Henny? Ich wusste gar nicht, dass man ein Dieb so hoch stapeln kann. Scheiße. Kannst du dir denken, was ich schreiben wollte? So sagen wollte? Scheiße. Wir können jetzt noch was Sinnvolles machen, außer hier den Chat zuzumüllen. So, wenn ich jetzt noch Weizen zur Mühle bringe, was ich eigentlich schon längst hätte machen sollen, anstatt Gerste, schade, dass man euch nicht in Chat sperren kann. Dann wäre das aber halt Gott. Ja, so. Streiten Sie sich drum, wer säen darf. Genau das war unser Problem gerade. Ich muss mal auf Toilette, sonst passiert gleich was Schlechtes. Du hast ihn nicht mit dem Frontlader auf die Gabel genommen, oder? Nein. Überhaupt nicht. Ich gehe mal ein bisschen was für das Feld biegen. Ja. Hans Schneider. Du Henning, du musst mal das auf Minus stellen, der gab's vergammelt fast. Was? Oder ein Teil ist er schon vergammelt.